Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ich habe die Rakete jetzt hoffentlich fertig. Ich habe dauernd dieses Gefühl irgendwie, dass irgendwas fehlt. Ich weiß bloß nicht was. Die Booster sind dran, Verbindung steht. Ah, ja, vielleicht sollte man die nicht erst entkoppeln. Das wäre vielleicht doof. Wir haben insgesamt da 500, 2000, dann nochmal 900, nochmal 700. Wir haben hier 4 Solarpaneele für den Flug dran. Manöver ist möglich. Au! Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe das SAS-Teil vergessen. So, zack, 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 drack. Jetzt muss ich nur gucken, geht sich das mit der Hülle noch aus? Oh ja, die Hülle hält so. Schick, 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 schick. Vögelchen, geht mal wieder. Bedeutet, jetzt ist die Doggy 001 ready. Das andere Modul habe ich beschlossen, schießen wir extra. Oder warte mal, das könnten wir. Handyklappe. Das Modul könnten wir. Das war unter Wissenschaft, ne? Das war hier das Plant Growth. Ne, das Recupera Creatures. Also rein theoretisch. So. Dann müssen wir aber nochmal hier ein bisschen umbauen. Zack. Passt. Okay. Dann haben wir jetzt den Chance dabei. Und dann kann das Ganze hier sich manövrieren lassen und hat dann die Unterspielsachen dabei. Was fürs Erste reicht, weil das dockt ja dann später irgendwann ab. Aber wir haben hier nochmal ein paar Solarpaneele extra dran. Und bis das Ganze abdockt, beziehungsweise umdocken muss, weil wir ja irgendwann... Ah, stimmt. Was darf nie bei einer Remote Control... Ja, ich habe ein bisschen das Interesse. Remote Controlled Rakete fehlen eine Antenne. Welche nehmen wir denn? Das ist falsch. Stopp. Stopp. Ich die jetzt ausfahren, Antenne ausfahren. Ja, das passt so. So, okay. Nochmal speichern und ab geht's. Hier habe ich meinen Kaffee gerade noch gehabt, weil. Hier. Einmal Kaffee. Der Kaffee muss noch rein. Und ich bin noch mit einem. Was ist denn das? Ein Fläumchen auf den Start, oder? Wie viel muss ich denn klopfen? 10. Dann würde ich mal sagen, Prost, ne? Auf die Doggy 001, dass die gut starten wird. So. 3. 2. 1. Liftoff. Das Ding ist auch wieder so laut, kurze fix. Ich brauche mal Ohrstöpsel in diesem Spiel. Die automatisch aktivieren, wenn die Rakete zu laut ist. Wir haben hier 70 Sekunden Thrust mit 1,4. Und hier haben wir dann mit 0,91. Das glaube ich stimmt, aber nicht. Da ja der Rest sich noch entkoppeln wird. Ich glaube, das stimmt nur, solange die zusammengehängt sind. Aber es steckt ja so oder so weiter. Also von daher ist es scheißegal. Hauptsache, es funktioniert. Das mit dem wiederverwendbaren Raketenbauen habe ich irgendwie irgendwann mal über Bord geschmissen, glaube ich. Weil eigentlich sollten die ja wiederverwendbar sein. Oder auch die Seitenlichter. Aber es funktioniert ja in KSP nicht so gut, wie man das gerne hätte. Bedeutet, das können wir fürs erste Mal in die Tonne schmeißen. Wir gehen mal hier auf den ersten. Ist das hier wieder? Ah, da eins, okay, ja, das ist so. Ja. Firmen Sache. So, und ja, das war Stopp! Kruzifix, jetzt bleibt doch mal stehen! Stopp, nee, nicht wanken. Hörst du auf, du bist ein Psoffen. So. Ab geht's durch die Atmosphäre durch. Wir haben noch 15 Sekunden, 14 Sekunden mit der Stufe.
das gleich passt. Gut, wir tun nochmals Orbitalmanöver öffnen. Wir sind auf 30 Kilometer Höhe. Schaut gut aus. 5, 4, 3, 2, 1. Abkoppeln. Oh. Wir sind bei 0, jetzt sind wir bei 1. Jetzt geht's positiv, glaube ich, voran. Jetzt müsste die Geschwindigkeit wieder steigen. Ja, schön. Solange die Geschwindigkeit steigt, ist alles super. Jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt. Aber wurscht. Was hat mein Handy? Mein Handy will in letzter Zeit sehr viel mit mir labern, habe ich das Gefühl. Es hat so richtigen Gesprächsdrang, würde ich sagen. Obwohl jetzt mit der Stage müssen wir nicht auch den Orbit noch erfüllen. Das könnte problematisch werden. Jetzt noch mal ein bisschen mehr, also die Hälfte brauchen wir mindestens, um den Orbit einzuleiten, glaube ich. Jetzt gehen wir hier voll. So. Das Docking wird eh schon wieder spannend. Haben wir hier schon mal nee, wir haben noch nichts docken müssen, glaube ich, ne? Docken ist eine eklige Sache. Haben wir schon was gedockt? Nee. Oder? Nee. Haben wir noch nicht. Oder ist das heute unser erstes? Doch! Klar! Unser Länder! Oder? Doch, klar! Wir haben gedockt! Bin ich denn bescheuert? Wir haben gedockt! Was geht denn in meinem Kopf ab? Bier! So, ich würde mal sagen. Okay, wir müssen nachher noch eine Mission fliegen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich wusste es. Als SRS und die Doggy-Station haben mich aus dem Konzept gebracht. Wir haben eine Wissenschaftler mitgenommen. Und Bob ist immer noch oben alleine. Ja. Ups. Also, diese ich würde mal sagen, wir entfalten jetzt. Machen SRS an. Leute, wir können auch keine Stage reparieren. Oh, das könnte unangenehm werden. Tschüss! Fallen wieder schön zurück zur Erde. Ich fahre mal die erste Antenne aus oder die ersten zwei. Ah, wir kommen hoch. Ich hoffe bloß, wir sind oben, bevor die Welt untergeht. So. Deswegen hasse ich es, dass wir irgendwas rüberschicken müssen, ohne es bauen zu können. Ich will da drüben bauen anfangen. Das hoch und runter schicken ist scheiße. Wenn wir da drüben einfach alles bauen könnten, wäre das natürlich um einiges einfacher. Yep, ich glaube, wir sind jetzt im Orbit. Holy shitballs. So. X, warum hat er meine Kamera gedreht? So, jetzt hat. Dann die. Oh, jetzt haben wir. Ja, ich wollte eigentlich die Stage wieder zurück zur Erde schicken. Aber ja. So, das ist jetzt die Stage, die uns transferieren soll, die hier. Und die bremsen, oder hoffentlich nicht bremsen, sondern in die passende Position bringen und zur Landung vorsetzen. Wir tun das RCS wieder ausmachen. Alter, dafür, dass das nur dieses Mini-Teil. Wie haben wir denn das andere riesige Teil hochgekriegt? Hat man noch nicht. Dann eine viel größere Rakete und sind einfach zu dumm geworden, um sowas zu fliegen. Start Experiment. Was sind die Experimente? Wir müssen dauernd die Teile wechseln. Oh. Das wird interessant. Aber vielleicht können wir mit den Experimenten viel schaffen oder wir schicken dauernd nur noch 4 hoch. So kriegen wir auch unsere Punkte. Hey, ich müsste so sehen. So, okay. Wo ist denn der Mond? Und wo sind wir? Wir sind da und wir werden schon als Station angezeigt. Uncool. So.
Manöver hinzufügen. Und... vielleicht nicht so schnell. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir uns gedreht haben. Ich denke, wir haben... sind wir nicht wieder voll weit weg von der Oberfläche? Sind wir einmal voll vorbeigeburnt oder nicht? Haben wir es so klein wie möglich gemacht. 64 Kilometer. Das sollte passen. Bedeutet... na, jetzt muss ich mich selber ausrichten. Das ist doch schon wieder scheiße. Und das Teil dreht sich auch noch drecksend schwer. Weil ich will das erste jetzt nicht so viel verbrauchen wie nötig. Wie nötig ist, weil ansonsten haben wir Probleme. Ah ja, was wir auch noch machen können. Unsere Solarpaneele auspacken. Denn die brauchen wir ja auch. Solarmodule ausfahren. Sonst haben wir keine Batterien mehr. Da ist eh gerade gut, weil jetzt schauen sie gerade eigentlich alle in Richtung Sonne. Außer der eine, der ist hier so, ja, in der Schattenseite. Bremsen. Stopp jetzt. Das reicht schon. Bremsen, stopp, stopp, stopp. Wenn ich jetzt Gas geben müsste, ne? Wir würden direkt in unsere Transfer Stage. Oh Gott, der werden wir nachher reinpupsen, glaube ich, wenn es blöd läuft. Aber wir haben eigentlich eine höhere Geschwindigkeit wie er, ne? Also wir sollten ein bisschen schneller dahin kämen, wo wir hin. Alter! Ich schwank da schon wieder. Geh auf dein Plätzle. Und sei Start. So. Ich will das mal vorspulen. Klack. Und jetzt entfernt sie wieder als Zack. Oh, wir sind auf der dunklen Seite. Ich hasse es aufzunehmen in der dunklen Seite. Das ist ekelhaft. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Hierher vorspulen. Warum brauchen wir eine Minute für den Schub? Aber wir brauchen 853 allein zum Hinfahren. Das wird uncool. Energie auf Antrieb und Energieschub. Da wollen wir 2 Minuten Schubzeit allein, aber das haben wir nicht. Also Vollgas. Voll auf die Ossis. Auf die Mösel. Das hört sich alles falsch an. Transfer Burn. Wenn wir echt gedockt sind und das Experiment könnte mit Bob schon starten, das wäre natürlich genial. Aber wir müssen den dann als nächstes unbedingt Leute hochschicken und dann den Rover. Dann muss unbedingt der Rover kommen, damit wir uns für Mars vorbereiten können. Ich will auf dem Mars und landen. Wie viel Bremsfallschirm und alles wir brauchen, ich habe keinen Plan. Das wird eins der riskantesten Sachen, die wir gebaut haben, wo wir nicht wissen, ob es funktioniert. Wir könnten höchstens mal das bei der Erde testen. Circa. Ganz ehrlich, nervös bin ich schon ein bisschen. Bei den Gedanken auf dem Mars zu landen mit dem Rover. Ich glaube, ich habe viel gemacht, aber mit dem Rover alleine zu landen, das war, glaube ich, noch nie auf meiner Agenda. Ist ja wurscht, wo der jetzt ist. Vorspulen. Ich will wenigstens noch bremsen in der Folge. Hey, wir hatten sogar eine zweite Chance beim Mann. Halt in wie vielen Jahren? 4 Jahren? Also in 3 Stunden, aber das sieht man jetzt nicht. Hey, Gott, Zeiten. Hier vorspulen. Das Manöver wird wahrscheinlich noch ekelhafter jetzt dann. Vor allem, wenn wir Glück. Oh.
kann doch nur mir passieren. Wir drehen uns in die Gegenrichtung. Wir drehen uns eiskalt in die Gegenrichtung. Ja, das wird jetzt spannend. Manöver hinzufügen. Einmal bitte Orbit drehen. Uns reicht der Sprit nicht aus. Ach komm schon. Rein theoretisch müsste ich doch irgend... Warte mal, wie viel RCS habe ich? Monotreibstoff 750. Wir lassen es mal hier. Hier vorspulen. Wir haben eine Hoffnung. Das ist mein RCS-Tank. Wenn es mit dem RCS so funktioniert, wie ich es auch hoffe, schaffen wir es aus dem roten Bereich rauszukommen. Wenn nicht, ist es problematisch. Es ist zum Sterben, verdammt eigentlich. Fuck. Minus Lander Ventura. Wieso fliegt der dann noch rum? Also Leute, wir müssen diese Mission als Dumped sehen. Die ist offiziell jetzt im Orbit um die Erde dann wiederum. Noch ein Müllteil mehr, was wir haben. Was ist denn das? Ah, das war unser Todesversuch, oder? Der nicht geklappt hat. Reagieren tut diese Vessel auch nicht, ne? Weil die braucht eine Crew. Mhm. Okay, ja, das war das Teil. Die müssen wir alle irgendwann mal rausholen mit irgendwelchen Fängern oder sowas. Das wird harte Arbeit, aber dafür brauchen wir genug Remote Controlled und genug Technik im Umlauf, um die aus der Umlaufbahn zu ziehen. Genauso wie das Projekt, obwohl das könnten wir abstürzen lassen. Warte mal, lassen wir abstürzen. Ich will kein Debris, wenn nötig, in der Umlaufbahn halten. Und wenn das jetzt gedoomt ist, wo ist es denn? Das ist die Doggy. Dann muss ich die Doggy bis zur nächsten Folge nochmal fliegen und bringe uns in einem Orbit um Mann, der richtig ist. Und dann muss ich herausfinden und mir irgendwo aufschreiben, in welche Richtung richtig ist. Antiradialer Burn in 3, 2, 1, Vollboost. Okay, das ist im Orbit. Antiradialer Burn. 2, 3, 2, 1. Die gedoomte Mission. Numero Duo. Ich schaff's auch, aber irgendwie immer wieder, dass ich meine Raketen verhaue, oder? Also wenn ich die NASA wäre, wäre ich schon pleite. Hiermit ist die Mission offiziell auf einem Flug auf die Mondoberfläche. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen, auch wenn die Mission wieder mal schief gelaufen ist. Aber das macht ja irgendwie bei mir aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo diese Rakete in der richtigen Richtung um den Mond schwebt und wir uns für die Docking-Mission mit unserer Station vorbereiten. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.